Moin Moin und seid ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Di, und ihr seht es schon, endlich bin ich wieder mit einem Video am Start. Ich habe mich richtig gefreut, ich feiere es richtig, denn ich habe jetzt ab heute Urlaub. Lediglich Donnerstag habe ich Berufsschule, aber mit Gott kann ich es machen. Aber jetzt bis Montag habe ich erstmal schön Urlaub. Und dann dachte ich mir, jo, in der ersten Aufnahme, die ich dann in meinem Urlaub machen werde, gebe ich erstmal ein Fuffi aus und wir schauen mal, was wir für diese ganzen Dias oder für dieses Geld alles bekommen können. Es gibt richtig schöne Events und ich will sie jetzt mal mit euch durchschauen. Das starten wir natürlich mit dem Foxland. Leider haben sie es jetzt überarbeitet, man kriegt jetzt nicht mehr ganz viele Dias. Finde ich richtig schade, ihr seht das hier. Nummer 1 können wir jetzt zum Beispiel machen und ihr seht schon mal, die Pokémon-Auswahl ist so beschissen geworden. Jo, weg mit euch. Die Pokémon-Auswahl ist so beschissen geworden. Wir können ja auch refreshen, aber ja, ihr seht es hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier mal was Geileres kommt, ist so gering. Ich warte auf zwei Turtox. Zwei Turtox mindestens. Dann würde ich sagen, können wir hier weitermachen. Okay, wahrscheinlich warte ich jetzt nur noch auf eines, weil ich dann einfach losrücken, keinen Bock mehr habe. Ihr seht es schon, jetzt gibt es nur noch die Auswahl zwischen zwei Pokémon. Die ersten, in dem Fall hier jetzt, bam, das liebe Slowpoke. Ja, ist die ganze Zeit da und die Wahrscheinlichkeit, dass hier das liebe Turtok kommt, ist so gering. Deswegen, ich nehme jetzt einfach mal das. Ich habe keinen Bock hier weiterzumachen, weil die Wahrscheinlichkeit, ihr seht es, die Wahrscheinlichkeit, dass hier das zweite Pokémon ist, das teuer ist, das richtig geil viel Dias gibt, ist so gering, dass es richtig abzufangen. Hier seht ihr es auch, Imperator für 400 Dias und Tohaido 2400. Wir können uns hier dumm und lustig spinnen. Oder refreshen, besser gesagt. Zwei nehme ich. Hier könnte man auch so lange auf Refresh klicken, bis man hier 6 Tohaidos hat. Aber ganz ehrlich, man ist dann um einiges ärmer. Und ja, das lohnt sich einfach nicht unbedingt. Oh, hier oben. Warten wir auf zwei Mega-Turtox. Ja. Eines. Zwei. Gekauft. Nehmen wir. Ihr seht es. Geld, man kriegt immer noch relativ gut Dias. So ist es nicht. Aber, ja, es ist ein bisschen Spiel. Obwohl, mir kommt jetzt sogar noch geil. Jawohl. Das hier kann ich leider nicht. 3588 Dias müssen wir rechargen. Wie viel habe ich gerecharged? Da können wir nicht auf. Nee. Wait, what? Okay, ich werde wahrscheinlich dieses 308 Dias werde ich noch offline mir holen. Denn ihr seht, dass wir kriegen 52.000. Und ja, auf 42.000 Dias werde ich auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall verzichten. Oder warte, ich werde sehr schnell rechargen, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Dias geholt und jetzt holen wir uns hier nochmal 52.000 Dias. 2 Kyogre, 8 Merrill, richtig krass. Jetzt sich vielleicht gelohnt, dass wir schauen, dass wir 3 Kyogre bekommen, aber ich wollte jetzt einfach 100.000 Dias haben. Alter, gebt euch das hier mal. Hier. Was können wir hier? Alter, wir könnten hier theoretisch, würde man hier Glück haben und 10 mal Mega Kyogre haben, könnte man hier eiskalt 190.000 rausholen. Das ist sick. Und wenn ihr euch jetzt mal anschaut, das unten, ja, jetzt geht weg. Jetzt unten hätten wir 16.800. Also, das ist porös. Alter Vater, aber so viel dazu schon mal. Wir haben jetzt die Dias, wir haben ein bisschen das gerecharged, jetzt geht es zu den Events. Hier haben wir einmal, ihr seht es, Ultra Necrozma, richtig geil. Ist natürlich wieder Super Event, wir können ja natürlich mal wieder stalken. Wir schauen uns an, wie viel der erste Platz hat, aber man sieht es nicht wegen den Flügeln. Da drehe ich mal weg, 6600 Punkte. Und ihr seht es hier unten, man kriegt 100 Punkte für 4500 Dias. 4500 Dias kosten jedoch, wir können ja einfach mal draufklicken. Hallo? So. 4500 Dias kosten, das ist ein bisschen schwer zu sagen, sagen wir einfach mal so 60, 70 Euro, 70 Euro, 100 Punkte. Und der Typ hat eiskalt, warte, wo haben wir das? Der Typ hat eiskalt, dreh wieder zur Seite. Wollen wir dich? Ja. 6600 Punkte. Klar, wir können jetzt natürlich auch für unsere 100.000 Dias, wir haben eigentlich nicht so viel ausgegeben, wir machen einfach die Events, dadurch könnten wir sie hier auch ein bisschen spinnen.
Wir können es ja jetzt einfach mal ausrechnen. Ich mache das Ganze mit dem Rechner, denn ich habe heute, ganz ehrlich, ich habe Urlaub. Ich bin einfach zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 100.000 geteilt durch 4.500. Das wären 22 mal 22 mal 100. Das sind 2.222. Also wir hätten 2.000 Punkte, wir wären hier, wir wären hier noch nicht mal im Ranking drin. Wir wären noch nicht mal im Ranking drin. Was wir bekommen würden, wäre hier oben, bam, diese zwei und bam, diese vier. Also was bedeutet, von den 300, die man braucht, hätten wir schon mal 6. Und dafür hätten wir noch 100 Tantias ausgegeben. Yay. Also, ja. Alles klar, ihr lieben Softies. Ich bin raus. Euch viel Spaß. Was wir jetzt natürlich machen, ist das hier. Denn hier seht ihr auch schon, und deswegen habe ich das gemacht, hier gibt es diese hier neuen Gegenstände. Fire-Type Masterbook, written by Pokémon Master full of Pokémon Knowledge. Das werden wir uns holen, damit wir natürlich jetzt hier bei den Events weitermachen können. Und hier geht's weiter. Genau, wir könnten jetzt hier uns Ho-Oh Overload Shards holen. Das Ganze kann man hier natürlich auch für Pokémon Shards bekommen, doch ich glaube, ich werde jetzt eher... Obwohl, oh, hier gibt's Rayquaza. Aber, oh, 50. Genau, denn was jetzt eher neu ist, sind hier diese Resonanzformen, die ja... das ist so schwer, ich würde sie mir gerne holen. Aber man wird wahrscheinlich auch wieder so 300 brauchen. Ja, 300 klingt sogar ganz plausibel, da man hier unten 30 sich insgesamt, also 30 mal das Ganze machen kann. Aber es ist einfach so, so verdammt teuer. Das hier ist wiederum gut, wir könnten... ja komm, das machen wir. Wir holen uns jetzt hier einfach fucking nochmal... richtig viele Strike Cards. Ich weiß ja nicht, welches Pokémon ich damit boosten werde, aber auf jeden Fall wird es richtig pornös. Alter, wir haben jetzt 16x12, Pi mal Daumen, viele, also so um die 16.000 Strike Cards. Alter, das ist richtig geil. Und wir können natürlich noch Turntable. Ja, hier können wir auch noch dann teilnehmen. Entschuldigt, falls ich noch nicht ganz so fit bin und nicht ganz so motiviert klinge. Aber ich bin jetzt vor nicht mal einer halben Stunde aufgestanden. Ich habe, wie gesagt, richtig ausgeschlafen. Richtig. Heute genieße ich einfach. Ich werde jetzt auch danach zusammen mit meinem Buddy Rakido aufnehmen. Da werden wir in League of Legends eine Trolllane machen oder allgemein eine unserer Trolllanes auspacken und das Ganze aufnehmen. Alter, 1599, geil. Aber wir kriegen so schön viele Dias. Aber ja, da werden wir Trolle aufgenommen. Ich werde auch schauen, dass ich hier noch ein paar Aufnahmen machen kann. Einfach damit genug vorproduziert ist, damit heute jetzt wirklich mal jeden Tag wieder ein Video kommen kann. Obwohl Donnerstag wird ein bisschen schwer, da muss ich schauen, dass ich vor der Schule hochlade. Wären jetzt die 19.000 dabei. Aber 2888 finde ich auch richtig geil. Dann jetzt kommt noch irgendwas Geiles. Irgendwas Geiles. Jetzt bin auch Lotto ganz cool, aber ist leider nicht. Boah, das wird los, aber 5.900, ja, auf jeden Fall zufrieden. Damit kann ich gut leben. Jetzt haben wir eiskalt 111.000. Wie gesagt, schade, dass Lotto jetzt nicht am Start ist. Da hätte ich jetzt auch gerne noch mitgemacht. Und jetzt, bam. Jetzt holen wir uns hier schöne Gegenstände. Nice, wir kriegen hier unten auch nochmal 300. Wie gesagt, wahrscheinlich bin ich dämlich, dass ich das für Strikecards ausgebe. Aber wer hatte zuletzt über... Ja, sagen wir allgemein immer über 3000 Strikers. Ich weiß es gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal über 3000 hatte. Deswegen hole ich mir jetzt dann nochmal Strikers. Und irgendeines meiner Pokémon wird dann richtig geboostet. Vielleicht, na wohl, mein Raupi, ich glaube, das wäre... Ich glaube, würde ich jetzt alles meinem Raupi geben. Dann, es wäre zwar richtig broken, aber ja, dann hätte ich auch einen Schaden. Deswegen, aber ja, ich sag mal so, für mich, ja, Rayquaza, super, da hätte ich 60, mir fehlen dann aber immer noch genug, also ich sag mal so, ich kann es mir auch einfach für die Dias nehmen und holen. Und hier für die Resonanzformen, ich könnte mir jetzt 3 holen von wahrscheinlich 300, die man, oder ich könnte mir 30 holen für wahrscheinlich 300, die man braucht. Irgendwann, wenn mir dann nur noch 30 fehlen, dann werde ich mir denken, jo, du bist so behindert, wieso hast du das nicht einfach gemacht? Aber jetzt denke ich mir, YOLO, oder was, wir können hier mal schauen, was gibt's hier noch?
Platten gibt's hier, Equipment. Ja, aber jetzt denke ich mir einfach, YOLO, das wird mir einfach mehr helfen, wenn ich hier als einfach die ganze Zeit draufklicke, immer in Inventar gehe und hier einfach mal zwei, drei Reihen von Strikers sehe und mir denke, yo, das ist abnormal. Das ist einfach viel cooler gerade für mich. Und ja, ihr könnt natürlich selber entscheiden, wofür ihr euer Zeug hernimmt, solltet ihr hier rechargen. Auf jeden Fall haben wir richtig schöne Events im Start. Man kann sich hier ein bisschen austoben. Ist jetzt nicht High-End, aber es war klar, dass jetzt diese Events, die wir vor ein paar Wochen hatten, wo alles vorhanden war, dass die jetzt einfach mal weniger werden. Es wird auf jeden Fall noch krass abgehen, wenn Necrozma mal nicht mehr für dieses, ich nenne es einfach mal Huber-Event erhältlich ist, sondern wenn man es, ja, zum Beispiel für das Event, wo wir Ultrasonne Necrozma und Ultrarot bekommen, wenn es dafür erhältlich sein wird. Das wird auf jeden Fall cool, deswegen habe ich jetzt auch heute mir die DS geholt. Einfach nur für den Fall, dass wir es uns dann instantly holen können. Und jetzt gehen wir auf unserem Bag und ich glaube, es wird jetzt nicht so schwer zu finden sein. Wo haben sie sich versteckt? Genau hier unten. Schaut euch das an. Schaut euch das hier einfach mal an. Alter Vater, das sind 4, 8, 12, 4, 12, 24, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40. 41 mal, ja, okay, 40, man kann einfach mal 41 mal 1000 machen, also über 40.000 Strikers. Wer hat zuletzt so viele gehabt? Ganz ehrlich, ich habe noch nie so viele gehabt. Ich finde es wirklich krass. Aber jetzt beende ich erstmal die Aufnahme. Meine Pizza dürfte jetzt auch bald kommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Einstieg in diese Woche gefallen. Wie gesagt, jetzt gleich werde ich noch ein paar Videos aufnehmen, zusammen mit dem Rakdos in League of Legends. Und vielleicht noch das eine oder andere Video ja, ich weiß nicht mehr, soll ich Monster Camp nennen? Soll ich My Pocket Monsters nennen? Keine Ahnung, was da jetzt angesagt ist. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. In dieser App hier werden wir uns bald noch wiedersehen. Euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.